Das Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilte vor knapp zwei Wochen drei Ultras des Karlsruher SC. Das Strafmaß betrug dabei zwischen einem Jahr auf Bewährung und zwei Jahren und acht Monaten im Gefängnis. Der Grund dieser Strafen war eine Auseinandersetzung am Nürnberger Hauptbahnhof im April 2023 im Nachgang eines Zweitligaspiels zwischen dem KSC und dem 1. FC Nürnberg. Dort sei es im Nachgang zu einer Schlägerei gekommen, bei der die Angeklagten Karlsruher auf eine Gruppe Nürnberger einschlug und diese auch mit Tritten attackierte. Auch sollen die KSC-Fans den FCN-Anhängern dabei Fanmaterial in Form von Schals abgenommen haben, was die Täter vor Gericht dann auch gestanden. Zudem erwähnte einer der KSC-Fans, dass die Tat nicht im Voraus geplant gewesen, sondern lediglich spontan entstanden sei. Nachdem das noch nicht rechtskräftige Urteil für die KSC-Fans verkündet wurde, gastierte nur zwei Tage später der Karlsruher SC passenderweise beim 1. FC Nürnberg im Max-Morlock-Stadion. Die Gruppierung Banda di Amici nahm den Vorfall in ein gegen die gegnerische Fanszene gerichtetes Spruchband auf und zeigte ein Transparent mit folgender Aufschrift: Ultras KA, in der eigenen Stadt nichts riskieren, lieber Kutten am Bahnhof attackieren. Damit spielte die erlebnisorientierte Gruppe aus der Nordkurve nochmals auf den Vorfall vor einem Jahr an, bei dem es zu dem Angriff am Nürnberger Hauptbahnhof kam. Auch zeigte die BDA im Zuge dessen noch eine Freiheit für alle inhaftierten Ultras-Tapete. Auch gab es noch eine deutliche Botschaft an Dieter Hecking, welcher mittlerweile gefeuert wurde. Rettung vor dem eigenen Versagen, Hecking nach Wolfsburg jagen, war auf dem Spruch der FCN-Ultras zu lesen. Die Karlsruher Szene hingegen hing ein großes Banner vor ihrem Auswärtsblock auf: Freiheit für alle Ultras in Haft, Alex und M haltet durch. Dieses war augenscheinlich an die betroffenen Personen gerichtet. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.